das Restaurant Sant'Abbondio oberhalb von Lugano im Tessin. Ein Mekka der guten Küche. Hier kocht ein Spitzenkoch aus dem Südtirol, Martin Dalsas. Für seine Kochkunst wurde er mit höchsten Auszeichnungen der renommierten Restaurantführer belohnt. So exklusiv wie seine Weine sind auch die Olivenöle, mit denen er kocht. In Sant'Abbondio verwendet man ausschließlich Olivenöl. Es ist nicht nur ein Geschmacksträger, sondern gibt dem Gericht eine besondere Note, gleichsam als Handschrift des Chefs. Olivenöl dient nicht nur zum Kochen. Jedes Gericht wird vor dem Servieren damit verfeinert. Natürlich mit dem gleichen Öl, das zum Kochen verwendet wurde. Auch Frittieren ist kein Problem mit Olivenöl, wie früher behauptet wurde. Und wie es da und dort noch in Kochbüchern steht. Ich habe auch in der Schule gelernt, man kann kein Olivenöl zum Kochen brauchen. Aber es ist genau das Gegenteil. Ein Olivenöl kann man bis auf 280 Grad erhitzen, ohne dass Giftstoffe entstehen. Und man muss einfach ein gutes Olivenöl haben. Aber das, ich glaube, die Qualität ist bei jedem Gericht oder bei jedem Zutat das Wichtigste. Kein Olivenöl ist gleich wie das andere. Sie sind verschieden in Geschmack und Intensität. Martin Dalsas benutzt ein Dutzend erstklassige Olivenöle aus allen Regionen Italiens, vom Gardasee bis nach Sizilien. Die meisten Produzenten kennt er persönlich. Er verbraucht um die 1000 Liter pro Jahr. Fett ist ein Geschmacksträger. Und Olivenöl verstärkt den Charakter eines Gerichts. Flusskrebs mit schwarzem Venusreis und Gemüse. Ein leichtes Gericht mit zartem Geschmack. Entsprechend muss das Olivenöl sein. Also die Flusskrebs, da habe ich ein Garda-Olivenöl von Alex Nemmer, ein Casaliva. Das ist ein Kultivat, ist nur eine Sorte Olive dabei. Und schmeckt sehr nach Grün. Sehr leicht, ein Bananenton hat es drin und ganz leicht nach bitterem Mandeln. Und das, wenn Sie das so auf Flusskrebs oder auf Süßwasserfisch rauftun, dann spürt man genau die Balance, was sehr gut ist. Italienisches Olivenöl ist vielfältig wie das Land selber, wie sein Wein und seine Spezialitäten. Zu jedem Gericht gibt es ein passendes Olivenöl. Denn genauso wie Wein kann das falsche Öl ein Gericht erschlagen. Das passende hingegen macht das Essen noch delikater. Da es sich mit dem Essen verbindet, muss das Olivenöl sogar noch sorgfältiger ausgewählt werden als Wein. Der Clou der Olivenölküche von Martin Dalsas ist die Schokoladenmousse. Auch hier hat Butter nichts mehr zu suchen. Ansonsten ist das Rezept traditionell. Eigelb, Zucker, Schokolade im Wasserbad geschmolzen, Eischnee. Sogar Schlagrahm kommt hinzu. Auch hier ist die Auswahl des passenden Olivenöls entscheidend. Wenn Sie von Norden bis nach Süden gehen, dann haben Sie leichte Olivenöle bis schwere Olivenöl. Deshalb muss man wissen, zu was man es braucht. Aber für einen Schokolademousse braucht man ein kräftiges, weil wenn man ein schwaches nimmt, dann ist der Kakaobutter viel stärker wie das Olivenöl selber. Im ersten Moment spürt man stark und man riecht auch das Olivenöl. Nach 24 Stunden ist der Kakaobutter viel stärker und man spürt nur noch das Mousse und kein Olivenöl mehr. Und man sieht, dass ein Schokoladenmousse mit Olivenöl hat, ist viel leichter im Mund und ist nicht so pastig wie sonst ein Schokoladenmousse. Die Verbindung von Olivenöl mit Süßem ist vielleicht ungewöhnlich, aber bestechend. Die Mousse schmeckt jedenfalls ausgezeichnet.